Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Disney Squirrels Arena oder irgendwie so. Dann starte ich mal das Spiel. Und da sind wir. Ich mache schon immer Vollbit rein. Ton ist hier an. Ton ist an. Ich muss hier immer noch mal nachschauen. Ja, Ton ist an. Gut. Dann Licht mache ich auch noch an der Box. Sieht ein bisschen schöner hier auf. Schöner aus. Auf. Na ja, Stefan Red Dog wird geladen. Tippen. Und los geht's. Zweiter Tag. Naja, okay, das stimmt nicht ganz. Aber der zweite Tag diesen Monat, das könnte passen, ja. Ich glaube, das war vor kurzem schon mal dran gewesen. Vor einer Woche oder so. Nein, kaufen möchte ich nicht. Ja, genau nicht. Mehr als drei Nachrichten. Eine Neuigkeit. Kommen wir gleich rein. Na egal. Die Dailies. Wir werden versuchen, die Dailies alle abzuschließen. Ja, bei den Spielen dauert es nicht ganz so lang. Also es dauert schon ein bisschen, aber das müsste man normal so in einer Stunde geschafft haben, die Dailies. Ich glaube, das geht sogar schneller wie eine Stunde. 45 Minuten höchstens. Allerdings Fähigkeiten. Okay, dann gehen wir mal auf tägliche Quests. Sind wir drauf? Power Up. Einen Charakter verzaubern, Ausrüstung anlegen. Also ich muss jetzt eine verzauberte Ausrüstung mir erkämpfen, sage ich jetzt mal, und den anlegen. Oder vielleicht habe ich schon was, schon etwas. Noch nicht ganz danach aus, dass ich eine Rüstung hätte. Gut, dann müssen wir mal etwas suchen. Warte mal, das geht ja schneller, wenn ich auf den Charakter gehe. Und ich suche diese Ausrüstung. Es ist so ein grüner Kristall. Oh, ist der brauchende Kristall? Wie auch immer. Samenstaub. In K2 und das bekomme ich bei F2 oder 2F, 2F, 2C, 1F. Wenn wir mal hier oben bei denen anfangen, hier unten ist es noch nicht freigespielt, deswegen fangen wir mal mit dem obersten an. 2F, automatischen Sieg, einmal durchlaufen, zack, habe ich gekriegt, perfekt. Ausrüsten und die Quest ist fertig. Oh, aufstufen, ist ja noch besser. Können wir dir auch noch gleich noch hier was anziehen. Fertig. Heldenkampagne dreimal spielen. Da ist die Heldenkampagne. Ich schaue immer gerne nach den Elite-Gegnern, weil die gehen meistens immer so Profil- oder Charakter-Token. Allerdings, den habe ich schon voll, den habe ich. Den Captain Cook habe ich. Iselda war das, glaube ich. Ah, Isma war das. Isma habe ich. Habe ich den hier? Warte mal. Die habe ich Charakter-Token, werden freigeschaltet, um zu befördern. Ja, okay, da steht da jetzt nicht, ob ich den habe. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Ich schaue mal kurz bei meinen Helden nach.
Seiten, wo waren die? Täglich Kampf. Wo waren die Helden? Das waren nicht die Helden. Charakter, Clubs. Clubs. Das waren noch die Helden. Ach, das sind die Charakterrunden. Wally. Also das war das auch nicht. Ach, da, Sammlung. Okay, das war der eine Kopf mit den... Den habe ich nicht. Wo ist der? Das müsste... Der hier sein. Den habe ich also noch nicht. Das ist gut. Gehen wir auf Daily Quest. Und geben wir es den Charakter hin. Wir brauchen ihn hier. Da ist er. Automatischer Kampf. Dreimal kann man nur gegen ihn kämpfen. Ich habe 6 Marken gekriegt. Super. Das reicht mir ja erstmal. Dann haben wir die eine Daily auch fertig. Sogar noch eine andere. Mit Elite. Okay, dann schauen wir hier nach. Den haben wir schon. Den haben wir. Haben wir den hier? Ach, jetzt muss ich wieder gucken, ja. Wie heißt der? Samson. Haben wir Samson. Ich kann mir leider nicht merken, was für Charaktere ich habe. Ein paar weiß ich, aber bei ein paar bin ich mir nicht so sicher. Nein, Samson habe ich nicht. Das ist der hier. Da fehlen mir nur noch 11. 9 wollte ich gerade sagen. 11. Tägliche Quest darauf. Und. Samson. Da bist du. Samson. Oh, geht 14 Mal. Habe ich da noch. Dann habe ich aber kein Dingens mehr. Egal. Mama. Was? Nur 3 Stück gekriegt. 14 Mal angegriffen. Das ist ja mal verrückt. Quest fertig. Quest fertig. Schön, 2 wieder fertig. Öffne eine Packung aus dem Shop. €50, 2000 Diamanten, ich habe noch 1500, €50, 100 €, 29, 14 €, 14, schauen wir mal weiter. Ist hier nicht was umsonst? Bestimmt ist hier was umsonst. Nein, da ist was umsonst. Da kommen wir auch noch gleich hin. Auch nicht. Okay, aber hier. Kostenlos, einmal täglich. Oh, 5 Mal. Fortfahren, super. Kostenlos. Fortfahren. Da müssen wir ein Video angucken, bis zu 10 Kisten ist jeweils immer nur ein einziges Teil drin. Rentiert sich nicht immer. Manchmal brauchst du genau das, was da drin ist. Aber nicht immer.
Gut. Da haben wir auf jeden Fall eine Quest fertig. Öffne eine Shop-Packung. Ah, ich muss noch 3 Sachen kaufen. Gibt es hier nichts für weniger Gold? Oder ich schaue mir nachher einfach mal die Videos an. Dann sage ich einfach, ich habe den schon abgeschlossen. Schließe die Kämpfe des Zauberturniers ab. Einmal. Okay. Ein Kampf. 390 Stärke. Den müssen wir besiegen. Hoffe ich. Wie stark bin ich denn? Das Gegner 390 und ich bin 903. Ja, doch. Das schaffe ich. Das muss ich einfach schaffen. Das geht nicht anders. Ich kann das nicht verlieren. Automatisch an. Doppelte Geschwindigkeit. Dann schauen wir mal, was da jetzt so abgeht. Der erste Down jetzt. Ach, sogar 2. Nice. 3. 4. Dein auch schon. 5. Und der beschworene Geigenvogel. Oh, 2372. Nice, nice, nice. Quest fertig. Tägliche Gruselquest. Besiege Gegner. Ah, ich habe 6 Stück gerade besiegt. Beim Autokampf zählt nicht dazu. Warum haben die das nicht vorher gesagt? Bösewicht-Kampagne. Also ich muss Gegner besiegen, ja? Da muss man also die Kämpfe anschauen. Ariel ist das? Merida. Merida, Merida. Die habe ich schon. Steht ja auch hier. Ach, schön. Also wenn ich auf den Token draufklicke, sehe ich, ob ich den schon habe. Jasmin. Habe ich auch. 2-2. Gut. Warum bin ich vorhin immer rausgegangen? Den habe ich, das weiß ich. Wer oder was ist das? Christoph? Und das noch alles zu? Den habe ich noch nicht. Ah, hier ist auch ein Schloss. Okay, dann müssen wir Christoph. Christoph. Wir müssen... Ich habe da nur einen Stern. Erstmal gegen den hier kämpfen. Kann nicht sein, dass da nur ein Stern ist. So stark können die doch nicht sein. Ach, ich habe nur 5 Bösewichte. So stark können die nicht sein. Das kann ich nicht glauben. Dass ich da nur einen Stern habe. Erster Down. Okay, ich habe nur 2 Sterne. Schon mal 2 Sterne nur noch. Mein Captain Hook, der hält einfach nichts aus. Oh, noch eine Down. Noch einer Down, dann habe ich nur einen Stern.
Donnerheit, Duck. Ich glaube, das wird doch nur ein Stern. Oder zwei. Das sind, glaube ich, noch zwei Sterne. Nee, nur ein Stern. Wirklich, das gibt's doch nicht. Eine Bösewicht-Kampagne haben wir fertig. Dann holen wir mal den hier. Wir müssen uns ja leider die Kämpfe anschauen. Damit ich auch die eine Quest da fertig kriege von Gruseltag. Oder Gruselgeschichten, keine Ahnung wie das hieß. Irgendwas Gruseliges. Jawohl, alle down. Jawohl. Und doch ein Gegner? Nee. Drei Sterne. Fortfahren. Nochmal. Kampf. Kampf. Mensch, da kann man sich ja jetzt so schön hinlegen und immer kämpfen lassen. Obwohl, nee, kann man nicht. Aber wenn der Kampf vorbei ist, dann wartet ja das Spiel, dass ich klicke. Ich glaube, bei Raid Shadow war das. Da kannst du sagen, kämpft so und so viel mal gegeneinander und dann kämpfen sie so lange gegeneinander, bis du verloren hast. Oder bis die Runden vorbei sind. Ich glaube, da musst du nur alle 10 Minuten einmal einen Knopf drücken, sonst geht das Spiel aus. Nice, nice, nice. 30. Ich habe zwei Dailies fertig. Wendy. Gruselquest, Gruselquest.
Die probiere ich ja gerade zu machen. Das mache ich vielleicht noch her. Hier fehlt da was. Na ja, dann machen wir hier weiter. Sonderlieferung. Kaufe Item aus der Börse. Ich kaufe ein Item aus der Börse. Aber nur eins. Das ist auch cool. 0 von 25. Da sieht man genau, was man vielleicht noch unbedingt braucht. Hier brauche ich noch 60. 22, 12, 14, 9. Ist das dennoch am schnellsten fertig? Was ist dort noch? 44, 78, 9. Da sind auch 9 noch. Was kostet alles Diamanten hier? Ich möchte was für Geld haben. Woher weiß ich, was ich hiervon brauche? Ah, da ist ein Ausrufezeichen hinter. Und ist auch nicht ganz so teuer. Nehmen wir das hier. Wir sind geizig. Oder ich bin geizig. Die Herausforderung erwartet. Eine Beschwörungsprüfung abschließen. Das sieht mir nicht aus wie eine Beschwörungsprüfung, oder? Ah, so war's. So, wir suchen die Stärksten. Er. Sie. Er. Er. Und er. So, das sind die Stärksten. 103. Vorher hatte ich nur 103. 903. Vorher hatte ich nur 901, jetzt 903. Also 2 Punkte besser geworden. Dann schauen wir mal, ob wir auch gewinnen. Doppelte Geschwindigkeit, Protokampf. Und jawohl. Alle down, super. 3 Sterne. Wieder 2 Dailies fertig. Naja, okay, eine Daily. Schließe eine PvP-Arena ab. Das ist auch leichter als getan. Oder leichter als nicht getan. Kampf. Genau die gleichen. Ach, ich bin 200 stärker. 201 Punkt. Das sieht gut für mich aus. Mm-hmm.
Let's go! Down, super. Schaffe ich das, ohne dass einer von mir down geht? Sieht schon mal sehr gut aus. Jawohl. Nein, einer down. Das gibt's doch nicht. Ein Schlag hätte gefehlt, dann wären es 3 Sterne. Jetzt öffnen. Okay. Kann man mitleben. Und die letzte die letzte Daily. Erkläre ein die Türme der Ausdauer. Also ich bin jetzt gerade in Etage 4. Müsste ich eigentlich auch schaffen, denke ich mal. Oh, die haben noch weniger Energie vom letzten Mal, sehe ich gerade. Warte mal, warte mal. Naja, müsste schon passen. Shan Yu. Von Mulan war das, ne? Einer down. Und? Besser ist down? Jawohl, sieht auch schon mal gut aus. Super. Und wieder eine Daily fertig. Das waren alle Dailies für heute. Es gibt zurzeit nur noch diese Grusel-Dailies, die ich noch machen kann. Eine Club-Dungeon einmal abschließen. Kampf! Let's go! Das muss gleich weg. Oh, ein paar Minuten noch. Also ich finde das Spiel eigentlich ganz gut. Mir gefällt das. Aber ich sage ja auch immer wieder, ich mag solche Spiele, wo man links seine Armee hat, rechts die Armee vom Gegner und dann zuschaut, wie die gegeneinander kämpfen. Aber auch die Wahl hat, dass man selber kämpfen möchte. Weil manchmal sagt man sich, was macht denn der da zum Gottes Willen nochmal? Ne? Dann sagst du dir, spiel lieber selber ein paar Minuten dran. Ne? Falscher Weg? Falscher Weg? War ja nur einmal, ne? Ja, genau. Dann haben wir hier noch einmal Charakter aufstufen. Das geht gerade nicht, weil ich
bin Level 27 und ich kann die Charakter nicht höher als mein Level machen. Entweder habe ich schnell hier einen zusammen. Dafür drei nur noch. Drei Stück. Komm, wir probieren den hier. Beim großen Turnier. So ein Mist. Nur über Trun kriege ich den zusammen. Okay, dann Ian doch nicht. Ah, Duffering Duck. Kriege ich den irgendwo noch zusammen? Hier. Ah, ich habe keine Energie mehr. Truhe. Warte mal. Nochmal auf den einen. Habe ich da die Truhe auch gehabt? Da, Jan. Oder wie du ausgesprochen wirst. Nee. Die Truhe habe ich bei ihm nicht. Natürlich. War ja klar, dass sowas du mir passiert. Das ist so weit weg alles. Das wären 6-6. Würde vielleicht noch gehen. Das sind 9. Das sind 8. 9. Es wird immer weiter. Immer weiter weg hier. Na gut. Dann gehe ich nochmal nach Duffering Duck. Vielleicht kriege ich ja durch der Truhe was. Ja. Nein, Captain Cook habe ich da. Captain Cook? Ne, wie heißt der von Fluch der Karibik? Ihr wisst, wen ich meine. Jack Sparrow. Na gut. Dann kann ich das mit dieser Quest auch schon mal vergessen. Video ansehen. PvP. Noch viermal kämpfen. Viermal PvP noch. Angriff. Das könnte ich auch gewinnen. 200 Unterschied. Bronze 3, Bronze 3. Also ist Nummer 1. Ich baue mir hier was hin. 1. Oh, das sieht schlecht aus. Oh. Könnte ich es vielleicht doch noch schaffen? Ah, doch, ich könnte es schaffen. Wird schwer. Ui. 3 gegen 2. Ach, das hat doch nichts gebracht. Jawohl. Super. Suche nach dem Gegner. Nummer 2 wäre das dann. Schneller, such schneller. Okay, da ist er. 2. Ah, das verliere ich. Ich hatte gerade schon Probleme mit den einen gehabt, obwohl da 200 Level unter mir waren.
Und der ist jetzt noch 90 Level über mir. Oder 92, irgendwie so. Naja. Noch sieht es gut eigentlich für mich aus. Aber wer weiß, was noch kommt. Nein, Aladdin ist down. 3 gegen 3. Oh, ich gewinne. Ich gewinne. Jawohl, ich habe gewonnen. Das wird der Vogel nicht schaffen. Fortfahren. Nächster Kampf. Das ist der Kampf Nummer 3. Kommt sie jetzt schneller? Oh, 60 Deckstärke stärker. Das hört sich immer an. 60 Deckstärke stärker. 200 Deckstärke stärker. Okay. Weil ich gerade schon gewonnen habe, gegen einen der 90 stärker war als ich. Da muss ich auch gegen einen. Auch gewinnt er nur 60 stärker ist als ich. Nein. Okay, einer down von denen. Ah, bei mir auch. Ah, bei den zwei down. Ah, bei mir. Auch 2. Ja, bei den 3 down. Jawohl. Ja. Das ist doch mal richtig nice. Und gewonnen. Was? Fortfahren. Der letzte Kampf. Wer ist 80 stärker als ich? Da bin ich mal gespannt. Oh. Also das ist schon mal gut, dass er schon mal ein weniger hat. Das war auf der falschen Seite. Okay, mein Heiler ist down.
Aladdin von denen ist down. Mein Tank ist gestunt. Jawohl. Der Heiler von denen ist auch down. Mein Bunny Hop ist weg. Super. Das war der letzte Kampf im PvP. Jetzt habe ich die Quest fertig. Also mal wäre ich ja schon lange fertig, ja. Aber ich habe mir gedacht, solange Halloween Dailies da sind, auch noch schnell mitmachen, ne? Ja, wisst schon, weil es einfach schöner ist. Halt viel schöner. So richtig schöner. Oh, ich habe sogar zwei Quests abgeschlossen. Ich muss nur eine Packung öffnen und einen Charakter aufleveln. Was habe ich denn hier? Level up? Nein, kein Level up. Hier ist noch eine Quest fertig. Level up. Aber noch kein Level up. Noch ein halbes Level fehlt. Das schaffe ich doch nicht. Kann ich mal kurz hier gucken. Hier ist eine 1 angezeichnet. Da, zack, Kampf. Kampf. Super, kämpft schon. Juhu. Oh, hier eine Quest, die braucht. Was heißt hier eine Quest, die? Da kann ich doch jetzt den einen Helden holen. Sammlung. Dafrin Duck war das. Suchen. Da ist er. Kampf. Ach, da brauchst du die dunkle Energie. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Ansonsten, wenn ich jetzt down bin, bin ich raus. Ich nehme den Vogel und den hier. So, dieser Angriff entscheidet, ob ich ausmache oder nicht. Thank you.
auf jeden Fall schon mal 2 Sterne nur. Perfekt. Naja, perfekt nicht, aber gut, geschafft. Ich habe nicht das gekriegt. Das finde ich aber jetzt so deprimierend. Denke aber, habe ich auch noch nicht. Fehlt noch 15. Dauert ein bisschen länger. Egal, ich mache trotzdem aus. Hab mir extra Energie geholt und jetzt mache ich doch aus. Ja. Ich muss erst noch mal hier was ausrüsten, aufwerten. Okay. Das war's. Hier sind zwar noch so ein paar Sachen hier. Der Zauberturm noch einmal. Hier Club Eroberung. Hier sind noch 3 Sachen drin. Hier sind noch 2 Kämpfe drin. Die 3 Nachrichten haben wir ja schon gesehen. Die gehen nicht weg. Aber das war's für heute. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ich muss auch los. Tschüss.